Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strum that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away, so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake. But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Yeah, things are gonna get better real soon. Yeah, I'ma just do me, you just do you. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view. We're gonna make it soon. Just keep pushing through. Oh, wenn ich immer diese Graffiti sehe, da könnte ich platzen vor Neid. Ich kann so schön malen und ich? Nee, naja. Also, malen kann ich schon, aber das Endergebnis ist dann nicht so zufriedenstellend. So ein Drucker, wo man die Nägel richtig bedrucken kann, das ist eigentlich eine feine Sache. Die gibt es ja auch schon. Finger rein, zack, Motiv drauf. Die sind aber ziemlich preisintensiv. Also da muss eine alte Frau ganz schön lange für stricken, bis es sich das leisten kann. Und dann kann ich ja nicht mal meine eigenen Motive verwenden, sondern muss die nehmen, die der Hersteller vorgegeben hat. Nilfreps, Aufkleber. Die Schublade wird immer voller und voller. Und genau das Motiv, was ich brauche, das ist natürlich gerade nie da. Das wäre doch eigentlich cool, wenn ich meinen eigenen Drucker nehmen könnte. Bubblejet-Drucker hat ja so gut wie jeder zu Hause stehen. Das muss doch funktionieren. Das funktioniert bestimmt. Das funktioniert. Und wie es geht, zeige ich euch nach dem Intro. Um es auf die Nägel drucken zu können, brauchen wir als allererstes ein Bild. Und für Leute wie mich, die nicht malen können, da ist das Internet in der wahre Fundgrube. Also da gibt's Bildagenturen oder Bilddatenbanken. Da kann man sich zum Teil ohne Gebühren, Copyrights bei Pixabay zum Beispiel oder bei Vectorportal Bilder runterladen. Für gegen kleine Gebühren auch bei Shutterstock oder Fotolia. Und da gibt's noch eine ganze Menge andere. Also müsst ihr einfach mal im Internet recherchieren. Also da brauchen wir erstmal ein Bild. Ich habe jetzt ein Foto von meinem Plüschi-Hund genommen. Und das habe ich ein bisschen verändert, so dass es wie ein Graffiti aussieht. Ich habe die Farbe rausgenommen, also dass es nur noch schwarz-weiß ist. Die Kontraste verstärkt, den Hintergrund rausgenommen. Dafür habe ich dann so ein bisschen was Farbiges drunter gelegt, dass es eben wie so ein Graffiti aussieht. Und ich habe dann natürlich auch die Schrift noch drauf gemacht. Und damit ist es dann auch schon fertig zum Drucken. Und wie bekomme ich denn nun mein Bild auf den Nagel? Direktdruck ist ja nicht möglich, also muss ich es irgendwie zwischenspeichern. Und dafür nehme ich so eine ganz einfache Prospekthülle. Da gibt es welche, die so richtig glänzen und auch welche, die matt oder so ein bisschen milchig sind. Und da habe ich festgestellt, dass die glänzenden doch feinere Konturen haben, aber nicht ganz so viel Farbe abgeben wie die, die so ein bisschen milchig und rau sind. Also wenn ich die verwendet habe, dann ist das Motiv so ein bisschen verwaschener, aber dafür farbintensiver. Müsst ihr rausfinden, was euch am besten gefällt. Die meisten der Prospekthüllen haben einen Heftrand, den habe ich einfach abgeschnitten, damit es in den Drucker passt. Sonst passt es meistens nicht in die Druckerlade oder in den Einzug und dann gibt es Probleme beim Druck. Also einfach abschneiden das Ding. Außerdem stecke ich dann noch ein weißes Blatt rein, weil das ist dann auch für den Druck besser. Das zieht dann einfach besser ein und läuft besser durch und am Ende kann ich mein Motiv auch viel besser sehen, wie es dann wirklich aussieht. Für den Druck habe ich die höchste Auflösung genommen. Bei den meisten heißt das Fotodruck. Und dann habe ich das Ganze mehrfach auf diese Prospekthülle gedruckt. Einfach damit man die Auswahl hat. Manchmal passiert es ja doch, dass das ein oder andere Motiv nicht so richtig gut kommt.
dass es verwischt im Drucker irgendwie, dass irgendwas auf der Hülle ist, dass es verläuft, dass irgendwas mit dem Motiv nicht ist und dann kann man es nicht verwenden. Also empfiehlt sich wirklich 3, 4, 5 auf ein Blatt zu drucken. Und dann hat man die Auswahl und kann sich dann wirklich den schönsten aussuchen und diesen dann für den Nagel verwenden. Und wenn mein Druck richtig gelungen ist, dann kann ich den ganz einfach mit dem Stempel, so wie ihn jeder im Nagelstudio schon hat, ganz einfach aufnehmen und in gewohnter Weise auf den Nagel bringen. So einfach ist das. So, mein Motiv habe ich jetzt auf dem Nagel. Es ist natürlich jetzt nur diese reine Tinte, die da drauf ist und die muss ich irgendwie fixieren. Also wenn ich da jetzt einfach nur so drüber mit dem Versiegler drüber gehe, erstens wird es verwischen und zweitens verliert dadurch auch die Farbe, also es verliert dadurch an Brillanz. Brauche ich also irgendwas, um das Ganze zu fixieren. Ich habe da einfach ein Keratinhaarspray genommen und sprühe das so aus 20-30 cm ein. Und jetzt sieht man, wie es richtig an Farbe nochmal gewinnt, an Brillanz, an Kontrast. Das Motiv wird nochmal richtig schön farbig. Dann lasse ich es einfach trocknen und dann kann ich es versiegeln. Naja, dafür, dass ich nicht malen kann, ist er doch hübsch geworden, mein Marley. Was jetzt hier auffällt ist, dass der Hintergrund relativ blass geworden ist. Das liegt daran, dass ich dafür Pastelltöne verwendet habe und Pastelltöne haben im Druck eine relativ geringe Tintendichte. Das heißt, wer also schöne, kräftige Farben haben möchte, muss schon beim Bildanlegen darauf achten, dass er auch schöne, satte Farben auswählt. Na? War doch gar nicht so schwer. Ging ruckzuck. Habe ich mir jetzt eine Gewerkschaftspause verdient. Gönne ich mir ein kleines Naschi. Prost. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr denkt, andere Leute sollen das wissen, teilt das Video, würde mich freuen. Und an die anderen YouTuber, ihr könnt es gerne ausprobieren. Vielleicht habt ihr Spaß dran, zeigt es euren Abonnenten. Und ich würde mich richtig tierisch drüber freuen, wenn ihr mich dabei erwähnt. Und ansonsten, wenn ihr was wollt von mir, mir was schreiben wollt, eure Erfahrungen mitteilen wollt, alles unten in die Kommentare rein. Ja, und schreibt mir, was ihr von mir wissen wollt, was ihr hören wollt. Und ansonsten sage ich wie immer bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Und ich mache jetzt mein Naschi alle. Prost.